Willkommen auf dem Kanal. Abonnieren Sie den Kanal, um die neuesten Videos zu aktualisieren. Heute bringen wir Ihnen vor 8 Minuten Roland Kaiser ist plötzlich verstorben. Die Beerdigung fand in 3 Tagen statt. Roland Kaiser, einer der bekanntesten Stars der Musikbranche, ist am 23. Dezember 2023 überraschend in seinem Haus in Berlin verstorben. Die Nachricht von seinem Tod versetzte die Musikwelt in Trauer. Roland Kaiser wurde am 10. Mai 1952 in Berlin geboren. Er begann seine musikalische Laufbahn Anfang der 70er Jahre und wurde zu einer der beliebtesten Sänger Deutschlands. Er ist bekannt für romantische Balladen wie Santa Maria und Joanna. Während seiner Karriere hat er weltweit mehr als 90 Millionen Singles und Alben verkauft. Die Nachricht vom Tod von Roland Kaiser löste bei seinen Fans einen großen Schock aus. Er wird gesagt, dass er am Abend des 19. März einen Schlaganfall erlitt, als er sich in seinem Haus in Berlin ausruhte. Seine Verwandten und Freunde versuchten, ihn ins Krankenhaus zu bringen, aber er starb, bevor er dorthin gelangen konnte. Die Beerdigung von Roland Kaiser findet in 3 Tagen in Berlin statt und wird voraussichtlich Tausende seiner Fans anziehen. Quellen zufolge soll die Beerdigung am 25. März beginnen und am 27. März enden. Diese Zeit wird für alle ausreichen, um die Familie ihr Beileid auszusprechen und sich endgültig von unserem geliebten, verstorbenen Künstler zu verabschieden. Roland Kaiser hat sein ganzes Leben lang viel Arbeit investiert, um eine so gewaltige Karriere aufbauen zu können, die jeder Sänger bewundern muss. Auch wenn er so plötzlich und voller Bedauern verstarb, kann Roland Kaiser nach allem, was er zu Lebzeiten erreicht hat, total stolz auf sich sein. Dieses Leben passiert immer auf eine Weise, die wir von nicht wollen, egal was passiert. Wir müssen immer noch versuchen, es in Richtung eine bessere Zukunft zu überwinden. Lebe ein Leben wie Roland Kaiser, damit Sie, wenn Sie sterben, diese Welt friedlich verlassen können und ihre Zeit nicht zu sehr bereut. Hinterlassen Sie den nächsten Generationen ein wertvolles Vermächtnis für diejenigen, die diesem Weg folgen, um weiterhin alles zu erben und zu entwickeln, um unserem Leben schöne Dinge zu bringen. Natürlich wird alles noch zur besten Zeit, so wie die Selbstliebe für uns selbst mit bestimmten Handlungen nach mehr Liebe suchen. Erscheint nun an, immer noch lieber. Es war immer möglich, die Aktionen zu finden, die noch nebeneinander lagen. Das ist das Wort, um eine Handlung, die sich nie mehr ändern, auch verständlicherweise zu finden.